Richtig heizen im Winter, Tipps der Energieberatung. Clean Energy for Tourism, Skigebiete setzen gemeinsam mit der Salzburg AG auf die Digitalisierung und wir stellen Ihnen auch diesmal einen spannenden Lehrberuf vor. Das sind die Themen und somit herzlich willkommen beim Salzburg AG Magazin. Um im Winter angenehme Temperaturen in den Räumen zu haben, ist es wichtig, die Heizung richtig einzustellen. Trotzdem sollte man natürlich auch ausreichend lüften. Die Energieberatung der Salzburg AG hat dafür nützliche Tipps, wie man diesen Spagat hinbekommt. Besonders wenn es draußen kalt ist, will man es drinnen schön warm haben, aber auch nicht unbedingt gleich das Geld beim Fenster rausheizen. Dazu ist es wichtig, dass das Zusammenspiel von Außen- und Innentemperatur gut aufeinander abgestimmt ist. Beginnen wir also beim Heizungsregler im Wohnzimmer. Grundsätzlich sind diese Regler voreingestellt vom Installateur. Trotzdem sollten sie nachjustiert werden können. Und der Installateur ist froh um die Informationen, dass es zum Beispiel in der Übergangszeit, also sprich bei plus 10 Grad zum Beispiel zu warm ist oder dass es bei minus 15 Grad zu kalt ist. Das wären diese Punkte, weil dann kann er die Heizkurve hier anpassen und eine ideale Heizkurve erstellen. Vor Beginn der Heizsaison bzw. auch während wäre ein Check durch den Installateur also sinnvoll. Dass die Wasserzirkulation im Heizkörper auch richtig funktioniert, sollte man diesen unbedingt entlüften und von Staub und Ablagerungen befreien. Heizkörper sollten auch nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt sein. Bei längeren Abwesenheiten sollen 12 Grad wegen des Frostschutzes nicht unterschritten werden. Grundsätzlich liegt die Temperatur, nämlich die empfohlene Raumtemperatur für Schlafräume bei 17 Grad, in Wohnräumen bei 20 Grad. Zu bedenken ist allerdings auch, dass jedes weitere Plusgrad 6% mehr Energieverbrauch bedeutet. Grundsätzlich wird empfohlen, regelmäßig auch zu lüften, aber auch hier kann man so einiges falsch machen. Man unterschätzt es vielleicht etwas, weil das Lüften doch zwischen 10 und 20% der gesamten Gebäudeverluste ausmachen. Und ob jetzt 10% oder 20% macht, das ist natürlich eine Verdoppelung. Das heißt, es kommt darauf an, wie ich richtig lüfte. Ich soll nicht zu viel lüften, aber nicht zu wenig lüften. Und es ist eine kritische Zeit in der Übergangszeit, wo es draußen noch warm genug ist, wo man die Fenster gekippt hat und unter Umständen der Thermostatventil vom Heizkörper schon reagiert, der Heizkörper warm ist, das heißt die Heizung läuft und das Fenster offen ist. Das ist eine ganz schlechte Zeit. Im Hochwinter merkt man es mehr. Wenn es kalt wird, macht man automatisch zu. Trotzdem sollte man im Hochwinter das Dauerkippen vermeiden, auch in den weniger benutzten Räumen, weil sonst die Bausubstanz darunter leiden könnte. Es kühlen dann die Fensterecken aus. Dort kommt es zu einem Beschlag drinnen und kann bis zu Schimmelpilz alles vorkommen. Um diesen Raum gezielt zu lüften, brauche ich bei einem gekippten Fenster ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, damit die Luft gänzlich ausgetauscht ist. Besser geht es, wenn die Tür ganz geöffnet ist oder das Fenster ganz geöffnet ist. Dann schaffe ich das in 4 bis 10 Minuten. Und noch besser ist es, eine Querlüftung zu machen. Das heißt, ich mache hinten und vorne auf und das Ganze ist in 2 bis 4 Minuten erledigt. Das ist die wirtschaftlichste Art und Weise, wie man im Winter lüften kann. Beim Lüften die Heizkörper abdrehen, um auch hier Energie zu sparen. Bei Fußbodenheizungen ist dies allerdings nicht unbedingt notwendig. Schon einfache Tipps helfen uns beim Energiesparen. Wir wissen, dass 1 Grad Raumtemperatur ungefähr 6% Energie spart. Wir können aber auch unsere Häuser gut bauen oder gut sanieren und somit die Heizperiode verkürzen. In diesem Haus konkret ist die Heizperiode um ca. 6 Wochen verkürzt. Und das ist für uns eigentlich ein wertvoller Beitrag in Richtung Erfüllung unserer Klimaziele. Alle Informationen finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Website, genauso wie die Kontaktdaten der Energieberatung der Salzburg AG. Wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen Projekt mit dem Namen Clean Energy for Tourism. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der FDI-Initiative Vorzeigeregion Energie durchgeführt. Ziel ist es, erneuerbare Energien in den österreichischen Skigebieten zu integrieren. Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen im Mittelpunkt, denn die Landschaft, die wir haben, können wir nicht ersetzen. Diese Tatsache sind sich die Salzburger Skigebiete bewusst und arbeiten an den verschiedensten Stellen für ein lebenswertes Salzburg. Im Rahmen des vom Klima- und Energiefonds des Bundes geförderten Projektes Clean Energy for Tourism werden Skigebiete in Salzburg mit modernster Energiesteuerungstechnik ausgestattet.
Mit neu entwickelten Optimierungsalgorithmen wird das Stromaufkommen innerhalb der Skigebiete gesteuert. Mehr dazu aber gleich. Die Idee im Grunde ist die, ein intelligentes Energiemanagementsystem für die Skigebiete zu schaffen. Da geht es im Grunde darum, dass man die bestehende Infrastruktur effizient nutzt, insgesamt die Energieeffizienz steigert, wesentlich ist erneuerbare Energien integriert und dadurch das Ziel erreicht, dass man wirklich die Dekarbonisierung vorantreiben kann und unterstützen kann. Selbst erzeugten Strom speichern, wenn er nicht gebraucht wird, und dann einsetzen, wenn er benötigt wird. Das ist die grundsätzliche Idee hinter Clean Energy for Tourism. Es geht darum, dass die Skigebiete durch den Ausbau der PV-Anlagen die Möglichkeit haben, besonders im Sommer Strom zu erzeugen und den dann virtuell in unserem Pumpspeicher Diesbach speichern können, sodass sie dann im Winter, wenn sie die Energie benötigen, diesen wiederverwenden können. Die Skigebiete haben den Vorteil, dass sie zum einen ihren Energiebedarf reduzieren können, sie können ihre Kosten optimieren und sie werden dadurch auch energieautonomer. Das erwähnte Pumpspeicherkraftwerk Diesbach spielt hier eine wichtige Rolle. Die dort eingesetzten 24 Pumpen, die zu einer Matrix zusammengeschlossen wurden, ermöglichen das flexible Speichern von Energie. Dabei werden die Pumpen einzeln, je nach Bedarf, wie Orgelpfeifen zugeschaltet, um das Wasser vom Unterbecken wieder in den Stausee zu pumpen. Kommen wir aber zurück ins Skigebiet, auch hier setzt man auf Umweltfreundlichkeit. Hier gibt es etwa Photovoltaikanlagen, die optimal in die Landschaft integriert sind. Das Zauberwort lautet aber immer Energieeffizienz. Auch bei unseren Pistengeräten sind wir da immer eigentlich, glaube ich, ganz, ganz vorne mit dabei. Wir haben Hybrid-Pistengeräte jetzt im Einsatz, die was ihren Strom durch den Antrieb oder durchs Bergabfahren selber erzeugen und somit auch entsprechend sparsamer beim Dieselverbrauch sind. Wir haben einen rein elektrisch betriebenen Skido im Einsatz, der ist vielleicht noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Und wenn man gerade betrachtet, dass also die elektrische Energie, da kann man eigentlich ruhigen Gewissen sagen, 100% aus erneuerbaren Energien hergestellt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil und das haben wir eigentlich sehr, sehr sauber hinsichtlich der Emissionen und der Schadstoffe. Mit den Schmitten haben wir begonnen, bereits ein Energiemonitoring aufzubauen. Das heißt, die größten Anlagen werden in ihrer Erzeugung und in ihrem Verbrauch schon gemonitort. Was ganz wesentlich ist, einfach um ein Bewusstsein und ein Gefühl für den Energiebedarf zu schaffen. Und der nächste Schritt ist jetzt, wirklich diese Optimierungsalgorithmen zu entwickeln, um die Energieeffizienz zu steigern. Und auch mit diesem Projekt Clean Energy for Tourism sind wir gemeinsam, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Wege, um hier weiter effizient zu arbeiten und natürlich auch die Zusammenarbeit zu verbessern. Aber auch die Wärmerückgewinnung im Skigebiet ist ein wichtiges Thema und äußerst sinnvoll, so die Betreiber. Hier wird die Wärme der Antriebsmotoren der Lifte oder auch die Abwärme der Gastronomie und des Verwaltungsgebäudes genutzt. Das Projekt Clean Energy for Tourism hat das Ziel, die Netzbelastung zu minimieren und erneuerbare Energiequellen besser in das Netz zu integrieren. Ein großer Vorteil für die Salzburger AG bei diesem Projekt ist der Know-how-Gewinn und es geht auch darum, Produkte und Dienstleistungen zu generieren für die Skigebiete und auch für andere energieintensive Branchen. Hört sich etwas kompliziert an, aber schlussendlich wird damit die Energiewende unterstützt. Das Testprojekt läuft noch bis Ende 2021. In der Vorteilswelt-App der Salzburg gibt es laufend tolle Angebote, wie zum Beispiel aktuell 1+1 gratis Punsch plus Heferl für den Wolfgangseer Advent. Wo und wie Sie die Gutscheine einlösen können, finden Sie direkt in der Vorteilswelt-App. Und mit der Wolfgangsee Schifffahrt kommen Sie von einem Ort zum anderen. Thank you.
1+1 Gratis-Angebote gibt es übrigens auch in der Vorteilswelt-App für alle Zusammenkunden für den Adventmarkt in St. Leonhard bei Grödig. Und wir machen jetzt einen Themenwechsel und kommen zu den Lehrberufen der Salzburger AG. Auch beim Obis in der Alpenstraße bilden wir Lehrlinge aus. Einer davon ist Stefan und den schauen wir uns genauer an. Servus Stefan. Grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Was machst du gerade? Ich tue da Bremsdruck schauen, bei wie viel Bar Druck die Bremsen zumacht und das tue ich mit dem Manometer da. Was ist denn dein Lehrberuf? Nutzfahrzeugtechniker mit Systemelektronik. Aha. Und bist du in anderen Abteilungen auch unterwegs? Ja, in Hagenau. Da machen wir Unimux und Elektroautos. Da machen wir eigentlich alles, Traktor auch. Und jetzt bin ich halt herum beim Obus. Also bei dir läuft die ganze Fahrzeugpalette der Salzburger AG durch, oder? Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Und wo ist deine Berufsschule? In Lein ist die. Also eh nicht so weit weg, oder? Nein, das ist nicht weit weg. Wie kommst du mit deinen Lehrlingskollegen zusammen? Sehr gut, das gefällt mir eigentlich. Das ist gut, zusammenarbeiten haben wir. Und wir haben da jetzt ja einen Lehrlingsausflug. Und das ist eigentlich schon. Da habt ihr recht, der Gaudi. Ja, da haben wir Gaudi. Ah, sehr gut. Du, mach's gut. Ich will dich gar nicht weiter stören. Ja, mach's gut. Ciao, bitte. Alle Informationen zur Sendung finden Sie natürlich auch im Internet unter www.salzburg-ag.at. Und weil wir gerade beim Internet sind, die Salzburg AG ist laut PC-Magazin bester regionaler Internetanbieter Salzburgs. Auch Connect hat dies mittlerweile bestätigt. Die Salzburg AG hat hier sogar österreichweit die höchsten Punkte bekommen. Aus diesem Grund gibt es den Testsiegerbonus bei uns. Alle Neukunden bekommen ab sofort 6+2 Monate gratis Internet und TV. Außerdem gibt es für treue Strom-, Erdgas- und Internetkunden wieder unsere Freitage wie gewohnt. Die Infos dazu ebenfalls auf unserer Website. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.